Frau Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf, Sie sind hier auf dem Besuch an der Paralympics in London. Was haben Sie bis jetzt erlebt? Also ich habe gestern die Eröffnung der Paralympics erlebt. Das war sehr eindrücklich. Sehr viel Sinnvolles, also versinnbildlich, was es eigentlich heisst, die Paralympics, aber auch mit sehr viel Humor. Man hat Begeisterung und Freude gemerkt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich denke, es war wirklich super. Heute bin ich dann ein paar Wettkämpfe schauen. Ich habe die Velofahrerinnen gesehen, ich habe den Paul Schneider gesehen beim Schiessen und ich habe nachher noch den Silvio Keller gesehen beim Tischtennis. Auch alles sehr eindrücklich. Sie sind als erste Bundespräsidentin am Paralympics besucht. Und heute haben Sie die Swiss Fanzone eröffnet. Das ist auch das erste Mal, dass es so eine Fanzone gibt an den Paralympics. Ist das ein Zeichen, dass die Bedeutung zunimmt? Ich bin überzeugt, dass Paralympics wie die Olympischen Spiele insgesamt einfach eine hohe Bedeutung haben und dass Paralympics ein Teil sind von den Olympischen Spielen. Und das soll man auch damit zum Ausdruck bringen. Ich bin auch überzeugt, dass es eine gleiche Fanzone braucht für Paralympics wie für die Olympischen Spiele. Ja, es ist wichtig, dass man es gleich behandelt. Sie haben vorher an der Eröffnung der 25 Schweizer Athleten kennengelernt. Sie haben zum Beispiel mit Marcel Hug und mit Beat Bösch geredet. Wenn jetzt die Bundespräsidentin auf Spitzensportler tritt, über was redet man? Über Sport. Über Sport, über die Freude am Sport, über die Leistung, die man erbringen will, über das Training, das es braucht, über das, was schief läuft, über das, was gut läuft. Ja, wie man mit Sportlerinnen und Sportlern eben einfach über Sport redet. Und wenn Sie den Athleten etwas mitgeben wollen auf ihren Weg für die nächsten Tage, was wäre das? Also ich wünsche allen viel Glück und viel Erfolg und dass sie das bringen können, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen, aber auch nachher die Möglichkeit, falls es dann nicht so geht, wie man sich das vorstellt, damit umgehen zu können. Also ich denke auch, Kraft und das Engagement mit einer Niederlage umgehen können, das gehört eben auch zum Sport. Und es gibt einige, die das sehr gut können für Kraft, es gibt andere, die es etwas weniger können. Aber ich hoffe, dass alle am Schluss gleich mit Freude wieder zurückgehen in die Schweiz. Ganz herzlichen Dank.